Der HC Innsbruck empfängt den KAC. Die letzten 4 Heimspiele gegen den KAC konnten die Haie gewinnen. Die momentane Form spricht allerdings nicht für Innsbruck. Eine Serie von 5 Niederlagen am Stück versucht das Team von Rob Pellin zu beenden. Bereits in der ersten Minute dieser Partie spielt sich Folgendes ab. Manuel Ganal behauptet den Puck hinter dem gegnerischen Tor. Ganal serviert für Landmark und er trifft zum 1:0 für den KAC. Blitzstart der Rotjacken nach 37 Sekunden fängt Andy Kyoto den ersten Gegentreffer. Nach 10 Minuten wird es kurios. Duba im Tor des KAC lässt die Scheibe aus, der Referee pfeift voreilig ab und das Tor zählt nicht, bitter für Innsbruck. Nach einer Viertelstunde ist es aber soweit. Die Santis versucht es aus der Distanz, Austin Smith lenkt die Scheibe ins Tor. Nach 4 torlosen Partien trifft Austin Smith wieder, der wichtige Ausgleich der Haie. Im Mitteldrittel hat der KAC zunächst Oberwasser. Koch läuft alleine auf Kyoto zu, scheitert aber im ersten und auch im zweiten Versuch am Innsbrucker Goalie. Innsbruck muss etwas tun und das merkt auch Mario Huber. Er zieht ins Angriffsdrittel, schließt ab und bringt die Haie mit 2:1 in Führung. Mario Huber mit einer starken Einzelaktion. Im Schlussdrittel hat der KAC die Chance auf den Ausgleich. Nil auf dem Weg in Richtung Kyoto, der Innsbruck-Goalie hält die Führung fest. In der letzten Spielminute zieht jedoch Innsbruck den Schlussstrich dieser Partie. Hunter Bishop verwertet den Empty Netter. Dem HCI gelingt der Turnaround. Durch das 3:1 gegen den KAC gewinnen die Haie wieder nach zuletzt 5 Niederlagen am Stück. Ich sage, heute war der Kyoto sicher Weltklasse, der hat uns heute im Spiel gehabt. Riesen Saves gemacht, zur nötigen Zeit oder zur richtigen Zeit die richtigen Tore geschossen und das war nachher der entscheidende Punkt.